Als nächste DC-DC-Wandlerschaltung möchte ich nun den Hochsitzschirr bzw. Aufwärtswandler betrachten. Englisch wird er bezeichnet als Boost Converter oder Step Up. Und wir wollen zunächst mal anschaulich uns anschauen, wie funktioniert er vom Aufbau her. Wie der Tiefsitzsteller auch, hatten wir schon betrachtet, besteht er aus dieser Eingangsspannungsquelle, dann der Induktivität in Serie zur Eingangsspannungsquelle, das heißt der Eingangsstrom fließt jetzt hier durch die Induktivität, einem Schalter nach Masse, das heißt im Gegensatz zum Tiefsitzsteller haben wir jetzt hier einen Low-Side-Schalter und keinen High-Side-Schalter, das heißt die Ansteuerung ist etwas einfacher, dann die Diode zum Ausgang hin, wobei die Kathode in Richtung des Ausgangskondensators zeigt und am Ausgangskondensator jetzt auch wieder unsere Last angeschlossen ist, hier wieder vereinfacht sozusagen als ohmscher Widerstand RL. Und jetzt wollen wir uns hier anschauen, wie funktioniert jetzt diese Schaltung, wie können wir uns das vorstellen. Tatsächlich können wir jetzt hier nicht mehr so einfach vorgehen wie beim Tiefsitzsteller, dass man sagt, okay, die Eingangsspannung wird irgendwie zerhackt und wir filtern den Mittelwert raus. Es geschieht zwar dort was Ähnliches, aber tatsächlich haben wir hier sozusagen das Filter getrennt, L und C. Man kann sich das nicht mehr so gut vorstellen, deswegen wollen wir lieber überlegen, was passiert da tatsächlich auf einer Energieebene, wann wird Energie gespeichert, wie wird Energie abgegeben. Das heißt, was passieren wird, ist, der Schalter wird hier wieder angesteuert mit PWM. Das heißt hier, S-Schalter wird Pulsweiten moduliert angesteuert, wird also zyklisch ein- und ausschalten. Wenn jetzt der Schalter eingeschaltet ist, was passiert dann? Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird die Eingangsspannung über der Induktivität angelegt. Das heißt, wenn wir die Spannung UL betrachten, ist der Schalter eingeschaltet und wir haben eine positive Ausgangsspannung. Kann nur positiv sein, weil die Diode nur in dieser Richtung einen Stromfluss zulässt. Das heißt, der Kondensator kann immer nur aufgeladen werden mit einem positiven Strom ID, der in diese Richtung hier fließt, also kann nur an diesem oberen Anschluss sozusagen der Plusanschluss sein und am unteren der Minusanschluss. Dann wird jetzt bei eingeschaltetem Schalter S1 die Diode D sperren und es wird eine positive Spannung an der Induktivität angelegt. Das heißt, im eingeschalteten Zustand wird UL gleich UE sein, größer als 0. Das heißt, die Stromänderung DIL nach DT wird auch größer als 0 sein und die Induktivität speichert Energie. Das heißt, in der Einschaltphase speichert L eine Energie. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird jetzt die Schaltung Energie vom Eingang aufnehmen und einen Teil dieser diese Energie in der Induktivität speichern. Schaltet jetzt der Schalter S aus, wird jetzt die Induktivität einen weiteren Stromfluss erzwingen. Das heißt, die Induktivität wird versuchen, weil sie wie eine Stromquelle arbeitet, dass der Strom in dieser selben Richtung weiterfließen kann. Das heißt, hier von links nach rechts. Ist der Schalter geöffnet, ergibt sich dann bloß ein Pfad und zwar über die Diode in den Ausgangskreis. Das heißt, hier L erzwingt einen weiteren Stromfluss und Energie wird hier zum Ausgang geliefert. Das heißt, tatsächlich können wir uns die Funktionsweise des Hochsitzstellers so vorstellen, während der Einschaltphase wird Energie gespeichert und während der Ausschaltphase wird diese gespeicherte Energie zum Ausgang weitergegeben, beziehungsweise es wird dann auch ein Teil von der Eingangsquelle weitergeliefert, aber wir übertragen Energie während der Sperrphase des Schalters zum Ausgang hin. Jetzt die Überlegung, warum ist die Ausgangsspannung, warum ist diese Ausgangsspannung größer als die Eingangsspannung? Wir überlegen mal, was passiert, wenn der Schalter nicht taktet und wir hätten ideale Bauelemente. Wenn der Schalter nicht taktet, dann lädt sich hier der Ausgangskondensator bereits auf die Eingangsspannung auf. Nehmen wir an, ideale Diode, Schalter taktet nicht, dann haben wir hier eine Unterbrechung. Was haben wir hier? Die Diode liegt an der Eingangsspannung in Flussrichtung. Kein Spannungsabfall über der Induktivität, kein Spannungsabfall über die Diode, wenn sie eines. Also wird sich der Ausgang aufladen, mindestens auf die Eingangsspannung. Wenn jetzt der Schalter zusätzlich taktet, wird noch weitere Energie sozusagen zusätzlich in der Induktivität gespeichert bei jedem Einschalten. Und diese Energie kann dann in den Ausgang weiter geliefert werden, sodass die Ausgangsspannung größer wird als die Eingangsspannung. Das heißt tatsächlich, wenn wir gleich ableiten mit dem Spannungszeitflächengleichgewicht, die Ausgangsspannung wird hier 1 durch 1 minus D mal UE sein im Betrieb mit kontinuierlichem Strom in der Induktivität. Und da D im Bereich zwischen 0 und 1 ist, wird das eine Spannung sein, die zwischen UE und theoretisch unendlich liegt. Praktisch ist die maximal mögliche Ausgangsspannung begrenzt. Kurze Anmerkung noch dazu. Was ist jetzt ein Nachteil bzw. eine Eigenschaft dieser Schaltung? Der Hochsitzsteller ist nicht leerlauffest. Das bedeutet, dass wir hier Probleme kriegen, falls wir die Schaltung in einem gesteuerten Betrieb betreiben, wenn der Lastwiderstand gegen
unendlich geht oder wie hier so eine Unterbrechung haben. Das heißt, falls der Lastwiderstand nicht vorhanden ist oder einen sehr, sehr hohen Wert annimmt, dann wird die Ausgangsspannung hier sehr groß werden. Wie kann man sich das vorstellen? Jedes Mal beim Einschalten speichert die Induktivität einen kleinen Anteil an Energie und wenn der Schalter öffnet, würde diese Energiemenge an den Ausgangskondensator weitergeleitet. Wenn jetzt aber hier keine Energie abgenommen wird, weil wir keinen Lastwiderstand angeschlossen haben, bedeutet das, dass die Ausgangsspannung einen sehr hohen Wert annimmt, idealerweise gegen unendlich geht. Und zwar selbst dann, wenn das Tastverhältnis nicht gegen 1 hier an dieser Stelle gehen würde, weil wir ja jedes Mal Energie speichern bei jedem Einschalten, aber diese Energie nicht mehr abnehmen. Tatsächlich wird eins dieser drei Elemente im Normalfall explodieren, entweder die Diode, Schalter oder der Kondensator, je nachdem, was die niedrigere Sperrspannung, die niedrigste maximal zulässige Spannungsbelastung hat. Das heißt, wir benötigen bei dem Hochsetzsteller eine Regelung oder eine wie auch immer geartete Abschaltung des Ansteuersignals des Schalters, wenn die Ausgangsspannung zu groß wird oder eine Spannungsbegrenzung, sonst wird die Schaltung Schaden nehmen. Das ist eins der Probleme beim Hochsetzsteller und auch eine der Gefahren, auf die man läuft, wenn man solche Schaltungen zum ersten Mal in Betrieb nimmt, dass man zum Beispiel vergessen hat, die Last anzuschließen oder einen Wackelkontakt hat an der Last und dann explodiert auf einmal irgendeins der Bauelemente.